In diesem Video zeige ich euch ganz kurz, wie ihr mit dem Snipping-Tool einen Screenshot erstellen könnt. Dazu öffnet einfach die Sucheleiste und gebt ein Snipping-Tool, drückt auf Enter und es wird geöffnet. Hier müsst ihr einfach nur noch auf Neu klicken und hier könnt ihr den Ausschnitt wählen, von dem ein Screenshot erstellt werden soll. Dieser Ausschnitt wird dann automatisch in ein Bearbeitungsprogramm übertragen. Um den dann zu speichern, klickt ihr auf Datei, Speichern unter. Hier könnt ihr den Dateityp ändern, JPEG oder PNG ist normalerweise das Beste. Gebt dem einen Namen und klickt auf Speichern. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. So sieht es aus. Das war's auch schon. Danke fürs Zusehen.